Georg Weises Werke sind bedingungslos romantisch. Sie nehmen immer Bezug auf die Romantik, mal direkt, mal indirekt. Aber es ist nie ein verklärtes Spiel mit Zitaten. Sie nehmen die Romantik ernst, sehr ernst. Die Sehnsucht ist präsent, der Verlust spürbar, auf schmerzliche Weise spürbar. Aber anders als in der Romantik gibt es kein Hoffen auf eine Erlösung von außen. Seine Figuren sind losgelöst von ihrem Hintergrund, die Landschaft verschwunden, in den Hintergrund getreten, seltsam verwaschen. Eine Welt ist verschwunden, untergegangen, für immer. Nichts wird mehr so bleiben, wie es war. Seine Figuren haben den Blick gesenkt, den Kopf geneigt, die Augen geschlossen oder wenden sich ab. Sie verweisen auf nichts außerhalb von sich, sondern nur auf sich selbst. Sie sind allein, losgelöst, auf sich gestellt. Irgendwann wird man merken, sie zeigen keinen fremden Menschen, sie zeigen auch nicht den Künstler. Sie sind biografisch, aber es geht nicht um die Biografie des Künstlers. Diese Bilder sind Spiegel. Die Dinge, die nie waren und doch sind. Denn diese Spiegel zeigen dem Betrachter, wie er hätte sein können, sein sollen, sein müssen. Sie zeigen die eigene verlorene Unschuld, die Jugend, das Kind in uns, die vielen Möglichkeiten, die man nie genutzt hat. Sie zeigen eine Utopie, ein verlorenes Paradies, aus dem wir uns selbst vertrieben haben, das wir überall gesucht haben, nur nicht in uns selbst. Georg Weises frühere Bilder zeigen in schwarzem Teer gemalte Kabelmasten, Galgen der Moderne, eine verdrahtete Welt. Sie sind grausam wie die Desastres de la Guerra von Goya. Aber wir haben in der Bilderflut längst gelernt, uns dagegen zu wehren. Sie sind schrecklich, aber dieser Schrecken ist zur Gewohnheit geworden. Wir haben Mittel und Wege der Abwehr gefunden. Methoden, uns diese Bilder nicht zu nahe kommen zu lassen. Gegen die geschlossenen Augen, gegen den gesenkten Blick aber sind wir wehrlos. Sie berühren uns nicht nur, sie umarmen uns. Wie sollte man denn auch gegen sich selbst kämpfen? Welchen Sinn macht das? Im Anblick unserer eigenen verlorenen Unschuld bleibt uns nichts anderes übrig, als die Waffen zu streichen. Die Mauern einzureißen. Der nach innen gerichtete Blick fragt, was haben wir uns angetan? Was ist aus dir geworden? Warum hast du das alles aufgegeben, verraten, die Träume verkauft für eine trügerische Sicherheit angesichts der Schrecken und der Kälte der Welt?
Der Rationalismus hatte ein leichtes Spiel, ein zu leichtes Spiel. Aber die eigenen Worte, die mühsam antrainierten Abwehrmechanismen greifen nicht, wenn einem das eigene Spiegelbild fragt, das Kind in uns. Wenn einem die eigene Unschuld nach dem Warum fragt, bleibt nur noch die Kapitulation übrig, das Eingestehen des eigenen Scheiterns. Und dann wird auch klar, dass das Projekt der Romantik nicht aufgegeben werden kann, nicht aufgegeben werden darf. Denn das Kind im Spiegel vergibt. Es ist nachsichtig mit uns. Die Sehnsucht wird nach innen gerichtet, auf einen selbst zurückgeworfen. Wenn wir Erlösung suchen, dann müssen wir sie in uns selbst suchen. Wer sich auf die Bilder von Georg Weise einlässt, wird sich auf einen harten Kampf einlassen. Einen Kampf mit sich selbst. Ein Hin- und Herwogen der Gefühle. Fluchtreflexe werden wachgerufen, aber davonlaufen kann man ihnen nicht. Die Liebe, die in ihnen steckt, ist gewaltsam, brutal. Sie wäre unerträglich, wenn sie nicht so voller Zärtlichkeit wäre, so voller Nachsicht und Zuneigung. Sie haben ein tief empfundenes Mitgefühl, das fast schmerzt. Man kann diese Bilder nur geschehen lassen und den Widerstand aufgeben. Es gibt wenige Bilder, die so mitnehmen, so schonungslos sind. Sie sind nicht einfach. Sie verlangen viel von einem. Sie verlangen alles. Ihre Direktheit trifft mitten ins Herz. Am Ende wird man vor diesem Bild stehen und sagen: Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Und man wird vielleicht seine Tränen trocknen. Man wird um sich selbst geweint haben und damit um die gesamte Menschheit. Denn man weiß, all das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Und am Ende hinterlassen sie ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit vor all der Schönheit, die man in diesen Bildern finden konnte.